Einen wunderschönen guten Tag. Und wir sind's wieder auf der, ich bin, ups, Entschuldigung, bin's wieder auf der Sitaz. Wir haben was Neues, wohlgemerkt. Wie ihr gerade gesehen habt, ich habe noch mal 40.000 aufgenommen und habe mir Fahrzeuge gekauft und Land. Einmal ein Mähdeck, einen neuen Trecker plus eine Presse und ein Wagen, wo ich die einen mit transportieren kann, dass ich die anderen Anhänger da hinten nicht immer oben funktioniere. Plus Garn und sag doch, zwei Felder. Stopp mal, ich gehe mal kurz raus und einen kurzen Hups. Und zwar ist es einmal jenes, also jenes Feld und das hier. Das habe ich schon mal vorgemäht schon. Das werden wir dem jetzt dann auch pressen und als Silage machen. Weil ich, wie man ja sieht, eine 153 Euro Rohdings und ist noch tendenziell steigend. Wenn wir bis Januar warten, können wir dann richtig, richtig, richtig Asche machen. Das ist erstmal das, was ich erstmal anfangen möchte. Und derweil halt noch die ganz normalen Aufträge sowie Düngemissionen noch weitermachen. Ja. Den nehmen wir auf jeden Fall schon mal an, weil der ist nämlich vom Geld her richtig gut. Den nehmen wir noch mal an. Und der würde noch akzeptabel sein. Aber die Saat, was ist das? Zuckerrübe? Ne, das mache ich nicht nochmal, weil ich habe nämlich eine Sache auf jeden Fall gelernt. Das Feld 15. Das hat mich richtig, richtig Geld gekostet. Ich hätte auch da nochmal einkaufen müssen. Und da hatte ich nochmal sage und schreibe 9. 10, 10 mal Saatgut holen müssen. Das bedeutete, ich musste, ich habe von denen, das hat mir 44.000, hätte mir das über fast 45.000 bringen können. Und ich habe davon über die Hälfte nur an Equipment gebraucht. Und das war mir zu teuer. Das war mir einfach, deswegen mache ich diese Saatgut. Geschichte, sofern ich keine Saatgutmaschine habe oder wo ich ja Saatgut herstellen kann, nicht nochmal. So, weil wie gesagt, das hat mir in dem Sinne nicht wirklich was eingebracht. Und deswegen fand ich das ein bisschen sehr blöd. Aber egal. Wir machen aber auf jeden Fall erstmal jetzt Gras im Silo. Dann erstmal auf jeden Fall erstmal Gras. Gibt's mir weg. Das ist eins, das über ja gut Arbeitsbreite hat und auch von der Sache her wunderbar funktioniert. Ich muss jetzt nicht überall jetzt ganz alles gut perfekt mähen. Würde ich sagen. Es geht mir nur darum, dass ich das so habe, dass ich auch genug Rollen herauskriege.
Der Rest ist erstmal egal, weil das kommt wieder alles dann hier schön hier in diese BGA, die ich mir dann irgendwann. Na, ich würde mal so sagen, solange wie ich da rein verkaufen kann, ist das ja natürlich okay, aber dann brauchen wir ja auch mal noch andere Länder rein, so wie jetzt hier das, so eins oder halt ein anderes. Oder das gleich hier vorne, das Feld 28, weil ich das jetzt doch mit ansehen kann, das Feld 28, dann könnte ich hier richtig, richtig gut ackern. Haben zwar jetzt dann hier dieses komische Ding hier in der Mitte, aber das ist halt unwichtig. Das ist ja unwichtig. So, einmal kurz geguckt, ob er auch stehen bleibt. Das hat er. Und dann würde ich sagen, dann machen wir das erstmal weiter. Na? Und wie ihr schon seht, also die Fahrt, die kann ich so gleich so lassen und dann gleich, wie gesagt, gleich einrollen. Und eine Sache muss ich mir noch organisieren, das habe ich aber jetzt noch nicht gemacht. Und das ist das Wickelgerät. Ich will aber erstmal gucken, dass ich die Rollen erstmal zusammenfahre, dass ich dann im Prinzip alles auf einer Stelle habe, dass ich nur noch im Prinzip vor, zurück, vor, zurück. So ist das bei uns immer gewesen, dass wir die Rollen, viele Rollen, also die gemachten Rollen auf den Platz gebracht haben, wo wir dann die hingelegt haben. Ist einfacher gewesen, als wie jedes Mal die mit dem Ballenzange oder so aufzunehmen. Und so habe ich es nur einmal bewegt, im Prinzip bewege ich sie nur einmal komplett und nicht fünfmal. Und das wäre in dem Sinne ja zeitintensiver. Das andere bisschen, außer wie das jetzt. Wie gesagt, das könnte ich jetzt rein theoretisch. Das mache ich dann alles so ein bisschen mit dem Autoload-Anhänger. Und das andere mache ich dann alles mit dem Wickelgerät. Das funktioniert damit. Das könnt ihr euch dann nachher angucken, wie das funktioniert. Es kann mit Frontland, deswegen habe ich auch den neuen Trecker. Ich hoffe, dass das funktioniert, so wie ich das mir vorstelle. Ansonsten geht das in die 3-Punkt, kann man umkonfigurieren. Und dann wird das halt in Reihe gestellt, die Dinger, und dann könnte ich die auch, da können wir dann die trotzdem noch, ja, sagen wir mal, bewegen. Die kommen nachher dann hier oben hin, hier oben gleich. Dann brauche ich sie im Prinzip nur von hier aus mit anpieksen und rüberbringen in die BGR. Haben wir hier dann genug Platz hier. Kommen wir hier hinten, wo der Spritbord ist, hier hinten, hier oder hier oben hin. Schauen wir mal, wo wir hinstellen. Oder halt direkt hier, also irgendwo. Also ich werde ja schon Platz hinten. Oder wir stellen sie bald auf den Hof, das könnte auch, können wir auch machen, aber. Oder stellen sie hier hin. Das ist immer unwichtig, wo die stehen nachher. Mir geht es nachher nur darum, dass ich dann nachher auch daraus Geld generieren kann. Dass wir so langsam in die andere Phase gehen, dass wir auch anfangen selbst uns Sachen zu anbauen und zu verkaufen. Weil nur die ganze Zeit Lohner machen wollte ich auch nicht. Weil das würde ja in dem Sinne ja nicht viel bringen, weil nur Dünger streuen und mal fliegen oder mal kubbern
Ist auch nicht die Welt, das bringt auch nicht das Geld. Das Geld bringt ja nur entweder Silage oder Weide oder produzierte Geschichte. Und von daher ist es klar, dass man jetzt auch dann so langsam umschwenken kann. Also wie gesagt, durch die Investition jetzt, die ich jetzt hatte, die ist will ich erstmal wieder zurückkriegen, also zurückbezahlen, bevor ich neu investiere. Weil geliehenes Geld sollte man so schnell wie möglich wieder zurückbringen. Sonst gibt es nur unnötige Kosten und das möchte ich irgendwie vermeiden. Aber ich wollte jetzt, wie gesagt, ein bisschen schnell an Equipment kommen. Deswegen habe ich das auch gemacht. Und so ist es ein bisschen einfacher. Ich werde noch gucken, dass ich demnächst für den anderen noch einen Front mit der Kohle, dass wir auch bisschen mehr, schneller noch arbeiten können mit dem, weil der kann, da würde das noch schaffen, weil das ist ein 130 PS Trecker. Wenn ihr den wisst, ist das ja der Trecker von der von Thüringen, die ich überhaupt gehabt habe. Und auch den anderen beiden Projekten noch, oder eins. Ein Projekt, das steht da ja noch. Ach drauf, und jetzt steht da auch den auch noch. Und zur Not holen wir dann noch etwas größeres, noch einen großen. Aber das weiß ich noch nicht, aber über die 130 PS Riege würde ich wahrscheinlich behalten. Also Größe. Größenordnung. Vielleicht noch den ja, müssen wir mal gucken, ob ich die jetzt die 40er Serie noch mal hole, die von The Valley, die Variante, oder ob ich mir den gleich den großen 49er hole von mir. Das werden wir noch sehen. Aber der wird auf jeden Fall hier definitiv noch mitkommen, weil den brauchen wir auf jeden Fall. Weil der hat noch ein bisschen mehr Power. Aber halt diese Fronthydraulik nicht. Der hat keine Frontsatz. Das ist das Problem an dem. Aber egal. Das ist erstmal ja so nicht wichtig. Wir wollen erstmal, wie gesagt, das weiter abwenden hier, und dann machen wir natürlich, hoffe ich, noch anfangen, auf jeden Fall gucken, ich schaffe, es wird eng, aber wir werden auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall dann in der nächsten Folge schon anfangen mit Pressen. Oder ich werde jetzt immer hier ganz kurz, ja, ich würde sagen, ich mache hier erstmal kurz Schluss. Dann können wir nämlich noch mit jenen die ersten Rollen fassen. Ein Netz haben wir drinnen. Und dann geht's los. Wie gesagt, den Trigger hier benutzen wir dann nur für die Produktion der Silageballen. Würde ich mal so behaupten. Ich habe auch gesehen, dass ich angeblich, so ich das verstanden habe, hier mit dem ganzen Ding sogar als die Pferdestalle habe.
Was ich auch nicht so ganz verstanden habe, aber ist egal. Wichtig erstmal, dass das hier, dass ich jetzt hier anfange. Das ist unsere letzte Handlung. Warum machst du das nicht? Warum? Jetzt erst? Ich glaube, dass jetzt nicht der kriegt das nicht, weil er nicht. Ach, da muss ich gucken, wie ich das noch erledige jetzt dann. Da muss ich dann wahrscheinlich nur mal gucken, dass ich das irgendwie rüberkriege mit einem anderen Gerät. Das habe ich natürlich jetzt auch nicht bewusst, dass das so ein doofes Ding ist. Da muss man halt aufpassen. Ein Zugang zu diesem Land. Ganz schlecht. Na, was ist das jetzt so? Na, ich glaube, ich muss erstmal noch mal einmal mir klar genommen was organisieren. Kommen wir jetzt hier lang. Der wird, so wie es aussieht, nicht ganz realisieren, dass der am Rand arbeiten tut. Na komm. Und das müssen wir noch mal gucken, wie wir das am besten machen. Da habe ich wieder geschlafen. Na, machen wir mal anders. Machen wir mal anders. Machen wir mal anders. Ach, ja. Rollen fahren, ja. Ist nicht gerade jedermanns Sache. Wie man sieht. Kann ich jetzt hier wieder reinfahren? Oder? Ist echt kurios. Echt kurios. Echt kurios. Muss ich jetzt nicht verstehen? Muss man nicht verstehen. Aber egal, ist so. Wir machen jetzt hier gleich die automatische Abschaltung. Warum? Ja, das habe ich, das verstehe ich. Ich verstehe das jetzt nicht so wirklich, warum das so ist. Ja, ist halt echt kurios, muss man nicht verstehen.
kriegen wir aber noch hin. Das werde ich auf jeden Fall noch probieren, dass das auf jeden Fall funktioniert. Kann es nicht sein, dass das so ist. So, ich fahre jetzt mal nochmal neu an. Zur Not muss ich die Presse nochmal anfassen, was ich jetzt eigentlich normalerweise nicht machen will. Weil wo ich mal schon mit meine Finger dran hatte, kann ja nicht, ist ja nicht, nicht mehr normal. Ich muss mal unseren Willi nochmal fragen, woran das liegen könnte, dass das so ist. Jetzt fängt er wieder auf. Okay. Zur Not müssen wir halt nur die die Aufnahme Area halt ein bisschen verändern, dass er mehr runter tiefer ist, und dann müsste das normalerweise auch wieder funktionieren. Das haben wir jetzt aber erstmal weitermachen, wie gesagt, echt ein bisschen doof, aber egal, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal angefangen. Ich werde das hier da weitermachen und sage erstmal bis zum nächsten Mal. Haut wieder rein. Und bis dann. Ciao, ciao.